Hallo, grüß euch. Ich mache heute einen Brokkoli-Auflauf. Es geht relativ schnell und schmeckt einfach super gut. Ich habe im Brokkoli in kleine Röseln geschnitten und habe den jetzt, das zeige ich euch, im Dampfgarer gekocht. Bitte den Brokkoli nicht zu wach kochen, der was im Wasser auch kocht, weil er muss noch ein bisschen bissfest sein, weil ich tue den noch in einer Auflaufform, ein bisschen salzen und dann machen wir zusammen jetzt die Bechamel. In die Bechamel, wenn ich sie fertig habe, tue ich einen Schinken rein. Vegetarier lassen den Schinken natürlich weg und drüber dann einen Gratinierkäse. Ich habe jetzt da 100 Gramm Butter. Schauen wir, ob ihr 1,5 Liter Milch habt, das genug ist. Das tue ich jetzt auflösen. Und dann tun wir das Mehl dazu. Das Mehl tun wir ein bisschen abbraten. Wenn das zu viel ist, muss ich natürlich einfach ein bisschen weniger nehmen. Das ist überhaupt kein Problem. 1, 2, 3, 4, 5 Esslöffel Mehl tun wir jetzt einmal dazu. Ich mache das nicht nach Rezept, sondern ich mache das einfach immer, wie es mir vorkommt, dass das so passen kann. Ich meine, das ist okay. Und dann nehmen wir bitte die kalte Milch dazu. Jetzt ist nicht alles auf einmal dazu und schaut es euch an, wenn es aufkochen anfängt, wird es dick. Und wenn es zu dick ist, braucht einfach ein bisschen Milch noch gießen. Sieht ihr schon? Es kann auch sein, dass ich jetzt ein bisschen zu viel Bechamel habe. Ich schaue mir das jetzt an, wie viel ich brauche. Aber sonst muss man einfach ein bisschen weniger machen. Ein bisschen weniger Butter, ich würde sagen 80 Gramm Butter oder 60 Gramm Butter und 3 Esslöffel Mehl. Die Bechamel nehmen wir auch salzen und pfeffern und einfach in Schinken einrühren. Und dann ist es eigentlich ganz einfach. Dann tun wir einfach den Brokkoli in die Auflaufform, die Bechamel drüber, Käse drauf und ich würde sagen, also 20 Minuten braucht es schon im Backerl, bis es oben einfach der Käse ein bisschen braun ist. Ich würde sagen, bei 180 Grad. Die Bechamel ist jetzt schön glatt, aber zu dick. Jetzt muss ich noch Milch holen. Ich tue jetzt da genau die Menge abmessen, damit ich euch ja das richtige Maß gebe. Ich tue nochmal 200 ml. Das ist jetzt ein bisschen zu dick noch, da müssen wir noch Milch rein tun. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das ein bisschen viel ist. Das kippt jetzt auf den Brokkoli drauf an. Gell? Das tut es dann selber bestimmen. Aha. Ich glaube, das bockt. Also ich würde sagen, für einen Brokkoli braucht es ungefähr die Hälfte. Wenn ihr jetzt viel Brokkoli habt, ich mag ganz gerne die Bechamel, muss ich jetzt ehrlich sagen. Und einfach ein bisschen kochen lassen, damit der Melkgeschmack rausgeht. Da ist sie jetzt super schön. Ganz glatt. Jetzt tun wir sie salzen.
Es vertragt ruhig ein bisschen Salz. Ich weiß, jetzt regt sich wieder jemand total auf, aber er schaut meine Videos eh nicht mehr, weil die eine Zumutung sind. Aber ein bisschen Geschmack muss man schon haben. Das kocht jetzt auf. Ich mag ja nicht eine ganz weiche Bechamel, aber auch nicht ganz eine harte. Die finde ich jetzt gerade recht. Jetzt tun wir das mal auf die Seite. Dann tun wir da den Brokkoli rein. Wir sind leider zu zweit. Ich habe jetzt natürlich nicht so viel, aber ich habe einfach zu viel Bechamel gemacht. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Das ist so. Also die Hälfte hat auch gereicht. Aber ja. Ich tue es jetzt anders, weil ich nicht so viel Bechamel brauche. Es könnt ohne weiteres in Schinken jetzt in die Bechamel rein tun, das ist überhaupt kein Problem. Ich mache es jetzt ein bisschen anders. Ich tue jetzt in Schinken drauf, weil ich nicht weiß, wie viel Bechamel ich brauche. Die Hälfte reicht euch. Wer sie ganz gern mag, kann ein bisschen mehr aufgetan, das ist überhaupt kein Problem. Aber die Hälfte reicht euch. Weiß nicht, ich habe es ja vom Gemüse nichts mehr. Das sind 10 Decker Schinken gewesen. Die tun wir jetzt auf. Und dann? Gratinierkäse gekauft. Das könnt ihr auch einen Lieblingskäse reiben und drüber tun. Das ist total wurscht. Einfach den Käse drüber. Der wird dann so knusprig und braun. Das reicht auch. Und das ist der ganze Brokkoli-Auflauf gewesen. Ich tue den jetzt ins Backrahl bei 180 Grad. Und wenn er fertig ist, dann zeige ich es euch, wie es ausschaut und mache ein Foto. Aber ich melde mich noch einmal, wenn er fertig ist. Gell? Ich wünsche euch inzwischen, vielleicht macht ihr es gleich noch, weil ihr halt nicht wisst, was kochen. Weil das geht relativ schnell, aber man muss einen Brokkoli daheim haben. Und sonst wünsche ich euch sicher gutes Gelingen. Und bis später, ich melde mich dann, wenn ich raus tue vom Rerl. Für dich. So schaut mein Brokkoli-Auflauf auf. Wir lassen uns den jetzt schmecken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video. Pfiat euch!